Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Paradies hat Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet für seine Diener, die ihm gegenüber Gehorsamkeit leisten und ihm alleine und einzig dienen und seine Gesandten und Propheten folgen. Allah berichtet uns, dass das Paradies 8 Toren hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass derjenige, der ein Paar für Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt, ist das gut für ihn. Und dass das Paradies 8 Toren besitzt. Die Leute, die auf das Gebet geachtet haben, werden vom Tor vom Gebet gerufen. Und die Leute, die auf das Anstrengen und Dschihad fi Sabilillah geachtet haben, werden vom Tor von Dschihad gerufen. Die Leute, die auf Spenden und Sadaqa geachtet haben, werden vom Tor von Sadaqa gerufen. Und die Fastenden werden vom Tor von Rayyan gerufen. Hierauf sagte Abu Bakr radiallahu anhu: O Gesandter Allahs, gibt es denn auch solche, die von allen Toren des Paradieses gerufen werden? Da sagte sallallahu alaihi wasallam: Ja, Abu Bakr, und ich hoffe bei Allah, beziehungsweise ich bitte Allah, und vielleicht bist du einer von denen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen rechtschaffene Leute zusammenbringen und die Liebe zu denen in unseren Herzen steigern lassen und dass wir die in diesseits als Vorbilder nehmen und in jenseits als Begleiter haben. Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.